So, einen wunderschönen lieben Zuckermannschaft. Wir sind wieder zurück. Und die Forschung muss weitergehen. Denn wir haben jetzt angefangen, hier Profikiller auszubilden. Mussten wir 5 Stück. Und jetzt müssen wir ein Forschungsding machen. Mal wieder. Ja gut. Zum Glück hat sie Bock. Clevere Verkleidungen. Was machen wir? Ah. Okay. Na, das wird, wir müssen das dann als nächstes machen, wenn wir hier fertig sind. Definitiv. Und wir brauchen Geld. Das ist, ja. Spenden für den Fuchs? Hm? Oh, nee. Ja, eigentlich schon. Eigentlich müssten wir das runterschrauben. Ah, klappt nicht. Da ist auch jemand. Hier ist eh down. Wie ist mit hier? Hier wird schon Geld gesammelt. Hier wird runtergeschraubt. Hier wird schon Geld gesammelt. Hier wird runtergeschraubt. Hier wird runtergeschraubt. Hier wäre auch natürlich unsere Aufgabe. Hier wird Geld gesammelt. Hier müssen wir auch noch was machen. Wir brauchen ganz schön viele Kung-Fu-Kämpfer. Scheiße. Das ist wieder Arbeit. Hier könnten wir Geld sammeln. Wie wäre es mit 300.000? Da bin ich dabei. Why not? Der Typ ist ja hier eh beschäftigt mit Dinge machen. So, noch irgendwas? Nee, sonst können wir nichts machen. Ja, müssen wir warten, bis die Forschung fertig ist. In der Zwischenzeit, ich habe ja hier noch Essen gemacht, weil ich habe ganz gesehen, dass ganz viele Leute hier mit Hunger rumschreien. Ah, die werden schon erledigt. Wie viele hier rumlaufen. 80er Kuschelrocker. Okay. Also wenn die nach Hause gehen, dann ist die Entschlossenheit weg, oder? Nee, hier wird das Können weggemacht. Entschlossenheit geht irgendwo anders weg. Wie machen wir denn die Entschlossenheit weg? Wir machen nur das Können weg. Die bleibt da einfach permanent. Da machst du nichts. Durch permanentes Anquatschen wird ihre Entschlossenheit runtergemacht, okay. So können, sie kann nichts mehr. Aber die hat Bock. Die hat richtig Bock auf hier Slot-Maschinen. Die kommen echt nicht weiter. Ich finde das schon gut. Die kommen hier nicht und das ist einfach nur so ein Nebending. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Das ist krass. Und da gehen schon die ersten mit Entschlossenheit 0 und Können 0, ja? Geht weg. What? Ah. Cool, cool. Und die kommen hier überhaupt nicht weiter. Sobald die hier rangehen, zack, werden die wieder weggelegt. Das ist eigentlich nicht so gut, aber es hält die Leute ab.
Das hier ist viel besser. Dadurch werden sie hierhin geschubst, kommen hier an und werden weggepinnt. Oder so. Kann man die Dinger auch hier hinpacken? Moment, müssen wir mal testen. Denn ich habe bei Steam gesehen, dass es diverse Erfolge gibt. Das geht tatsächlich nicht. Schade. Dann muss das anders gemacht werden. Obwohl, wenn die hier hinfallen und weiterlaufen, dann geht das. Irgendwie geht das schon. Na, dann hätten wir nur einen. Ach, passt schon. So. Also zurzeit kommen ja keine Leute zu uns rein. Von daher passt das. Und sie ist. Ey. Und sie muss sich erstmal wieder ausruhen. Ja gut, dauert ein bisschen bei uns jetzt gerade. Nice. Die Siege ermitteln im Unter. Was? Ich hatte das schon, oder? Kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern. ja. So, wie sieht's aus mit der Welttournee? Ich habe gehört, wir können eine Welttournee machen. Wir können hier das Argwohn runterschrauben, aber nee. Das kostet 60. Dann machen wir das schon mal. Ja. Bevor die Leute wieder Dinge machen. Ah, eigentlich müssten wir hier auch eine Tour stoppen. Aber dann geht das Geld flöten. Nee, wir machen erstmal Geld. Geld ist wichtig gerade. Was bist du? Plan. Halt, stopp. Ach so, sie einladen. Nee, bloß nicht. Sie soll da bleiben, wo sie ist. Lockt sie gar nicht zu uns, ey. Bloß nicht. Hier. Okay, dann erkunden wir das. Lass mich raten, T2. Natürlich T2. Natürlich. Dann erkunden wir die Dinger mal schnell. Wir haben ja jetzt genug. Dann schickt mir da überall noch ein paar Leute hin, damit wir unsere Hauptquest mal fertig kriegen. Daran arbeiten wir schon seit eine geraume Zeit. Aber diese Nebendinger sind ja auch so wichtig. Ich will ganz viele Sachen von der Welt stehlen. Ganz viele wichtige Sachen. Wie zum Beispiel das Serum von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. So, verbessern wir das gleich mal. Warum pausieren die denn? Es sind doch noch 9%. Leute? Ah. Na toll. Ich wette 60, dann sind wir bei 70. Ja, das geht noch klar. Kann jemand eine Person da mal hinschicken? Danke. Dann muss ich nur beschweren, dann geht das schon. So, dich muss ich auch auf Stufe 2 bringen. Ah, das wird nervig. Ah, warum mache ich das jetzt schon?
Och nö. Das geht wieder volle Kanne in Yes. Sehr gut, dann machen wir das hier. Dann schicken wir sie auch dahin. Und los. So, Plan abgeschlossen. Das ist gut. Da oben wird auf 2 gemacht. Hier wird auch bald auf 2 gemacht. Dann muss ich die Leute losschicken. Ah, wird schon losgeschickt. Ja, super. Das habe ich schön bearbeitet. Und jetzt ist da ein Fuchs. Toll. Ma. Und hier ist auch einer. Boah, wir müssen unbedingt diese scheiß Agenten loswerden. Ich bin voll dafür. Da müssen wir wohl bald ran, ne? Ah, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir hier nochmal etwas mit Geld. Nicht wirklich. das ist jetzt auf Stufe 2. Das bedeutet, wir können. Alter, 4 Kung-Fu-Kämpfer. Das dauert, bis wir die wieder trainieren. Ach komm, Olga. Dein Ernst? Na. Siehste, deswegen wollte ich das jetzt nicht so übers Knie brechen. Aber der Fuchs hat's doch getan. Und wurde gleich bestraft. Da kam jemand an. Mit einer Zeitung. Mit einer zusammengerollten Zeitung hat ihn auf die Nase gehauen. Böser Fuchs. Genau das. Das ist passiert. Das hat jetzt diese Olga. Oh, Olga ist nicht mehr da. Moment, wo ist sie? Wo ist Olga? Nein. Sag bloß Olga. Nein. Nein. Komm. Sag bloß. Wo ist sie hin? Kann sich ja nur. Hier wieder aufhalten, oder? Nee, sie ist weg. Oder ist sie jetzt bei uns? Wir haben nichts Böses gemacht. Wir haben nur ein Netzwerk geupgradet. So, wir können aber schon mal 3 Diener hier hinschicken. Das ist wichtig. Wir brauchen Leute in unser Casino, obwohl. Nee, brechen wir ab. Das ist wichtiger. Auftragskiller, ja, die können wir entsenden. Davon haben wir jetzt genug. Da wird hingeschickt, da hinten wird hingeschickt. Wie sieht's hier aus? Stufe 1. Stufe 2. Dann können wir die anderen wieder abbrechen. Gewusst wie? Gewusst wie? Und hier ist alles wieder frisch. Das ist gut, dann können wir hier ein bisschen Geld wieder machen. Bin voll dafür. Apropos Geld. Ah, wir müssen wieder Geld ausgeben. Kein Problem. Ich habe da schon einen Plan, ihr seht es. Der Fuchs hat einen Plan. Einen ziemlich guten Plan. Ja, der guten Plan. Wer kennt ihn nicht? Alter, wird das teuer. Der guten Plan. Wird eh alles umgedingst. Machen wir erstmal so, dass alles da gemacht wird. Wie viel hat es jetzt gekostet? Oh. Man sieht, es hat was gekostet, ein bisschen. Okay. Leute, räumt mal auf.
Hier muss was getan werden, hier ein bisschen umgebaut werden. Wir wollen ja hier unser Geld bisschen, ja, verwasten würde ich das jetzt nicht sagen. Aber vier Auftragskiller, krass. Aber wir werden es mal ein bisschen verwerten, runterschrauben. Investitionen, nee, nicht. Wie heißt das? Investment machen. Mir fällt gerade. Warte, Investi. Nee, wie heißt das? Ach, Kacke. Ja, hier Investment, ne? Das deutsche Wort ist gerade für mich ein bisschen schwierig auszusprechen. Wegen. Ja, der Luschenfuchs. Wer kennt ihn nicht? Hier gibt es wieder Geld. Für Arbeiter und Wissenschaft. Ja, klar. Machen wir. Der Investmentfuchs. Wer kennt ihn nicht? Okay. Das bedeutet, eigentlich könnten wir den hier jetzt abbrechen, oder? Nee, da wird Geld produziert. Aber den können wir abbrechen. Oder wir lassen es einfach wegen passives Einkommen. Und vielleicht kommt ja hier irgendwas Interessantes mal. Das würde ich jetzt nicht als interessant bezeichnen. Deswegen, ja. Zwei, das wäre die drei. Das wäre die 4. Dann fehlt nur noch das da. Dann hätten wir die Quest fertig. Können wir aber gerade nicht machen, weil ich gerade hier am Geld farmen bin. Okay, farmen nicht ist. Sind Spenden, die der Fuchs sich gerade holt. Der Spendenfuchs ist wieder unterwegs. Und so, der Agent muss weg. Da überlege ich mir was. Wenn der amerikanische Agent weg ist, dann haben wir eigentlich freie Bahn mit Marzipan, oder? Könnten Argwohn jetzt runterschrauben. Mit Dienern können wir machen. Warum nicht? Sind wir ein bisschen in Asien unterwegs hier? Ist ja. Das ist eher Asien. Was bist du eigentlich? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Asien? Ist das vielleicht auch? Weiß nicht, sieht mir nach Japan aus, oder? Vielleicht? So, das haben wir auch fertig. Weiß nicht, wollen wir hier unten auch noch was lassen? Aber kriegen wir die ganze Zeit jetzt Ermittler hier rein. Das will ich jetzt auch nicht wirklich. Ja, stimmt, da war was. Danke, dass mich da noch mal drauf hinweist, dass ich reich bin. Oh Mann. Wie machen wir das? Wir machen das wieder so. So und Kacke. So. Kann man ja ein bisschen rumtesten. Das sieht doch, ja.
Doch. Ja. Das würde mich schon mal eine Menge kosten. Ja. Mach ich wieder so. Warum mache ich das? Oh. Jedes Ding kostet einfach mal 6.000. Wie? 200.000 ist das jetzt, was wir gemacht haben. Krass. Und das muss auch noch mal nach oben geschraubt werden. Nee. Ja, Spiel, ich weiß. Das magst du nicht, wenn man eine Ecke einbaut. Verständlich, da könnte ja irgendein Minion sich da drin verstecken und nicht mehr rauskommen und das Spiel verbacken, nicht wahr? Ich kenne deine Tricks. Hat man bei Wimworld oft gesehen. Apropos Wimworld, das müsste ich auch mal wieder spielen. Lange, lange Zeit nicht mehr gespielt. Gab es auch einige Patches. Oh, nice. Vielleicht gibt es da auch bald wieder was. Mal sehen, mal sehen. Wir sind jetzt bei fast 300.000. Ja, wow. Nice. Nee, das können wir denn so lassen. Okay. Bestätigen. So, unser Goldtresor erweitert sich mal ein bisschen. Macht hin, Leute. Unsere Goldreserven sind weg. ja, wir müssen da mal was machen. Oh. Ja, ich arbeite dran. Los, Leute. Ihr habt irgendwas mit dem Gehirn. Also, tut was. Nicht, dass er euch wieder beschwert und abhaut. Ja, eigentlich müssten die jetzt hier hin. Aber naja. Und Kaffeepause können sie ja auch machen. Aber nee, sie gehen die Treppen runter. Kann man machen. So, wie viel können wir jetzt eigentlich insgesamt haben? Eine halbe Mille. Klingt erstmal nicht schlecht, oder? Sehr, sehr geil. Und das Ding wird noch größer, Leute. Passt auf. Das werde ich hier noch weiter größer machen. Gut. Kapazität ist jetzt bei 28%. Wir haben ein bisschen unser Geld geleert. Jetzt müssen wir erstmal wieder dran arbeiten. So. Man kann sagen, Geld ist denn mal verbraucht worden. In Geld ausgeben ist der Fuchs auch ganz groß. Da können wir nichts machen. Aber hier können wir was machen, den wir mehr Leute ranholen in unser Casino. Und dann gehen wir weiter runter. Ah, danke, genau das habe ich gesucht. Dass wir das langsam runterschrauben, denn eigentlich haben wir genug. Ha, eigentlich haben wir genug Papiere. Ach so, deswegen bist du da. Ja, dann liegt es eigentlich nur noch hier dran, dass wir das hier fertig machen müssen. Aber da wird Geld gehortet. Fahriges Problem.
Ja, das ist geil. Aber sind. Gibt es in Mexiko so viele Millionäre? Ah, ich habe vergessen. Das Kartell. Ah, okay. Ja, das Kartell. Das hat ja genug Millionäre. Das stimmt. Da war ja was. Stimmt eigentlich. Also ich mit einem Kartell anlegen will ich auch nicht wirklich. Obwohl. Ich lebe ja auf meiner eigenen kleinen Insel. Da kommt das Kartell nicht hin. Machen wir hier noch was? Ja, runterschrauben weiter. Problem ist, wenn wir das jetzt. Wir haben ja eigentlich nur Gesendekapazität, aber ich will das noch nicht so wirklich weiter hochschrauben. Denn ich habe hier Europa schon auf T3 und wenn ich das runterschrauben will. Das kostet. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Ja, das ist auch ein schlechtes Beispiel. Das kostet. Und zwar auch eine Menge Zeit. Wohl PR-Manager können wir eigentlich. Why not? Und hier können wir auch ein bisschen Argwohn runterschrauben. Ach komm, warum nicht? Sind ja nur ein paar Leute, die wir denn verwenden. So, wie sieht's aus? Forschung, genau. Da war was. Die Forschung haben wir auch fällig. Dann können wir uns jetzt um das hier machen. Damit da weitergeht. So, Stilausrüstung auf der Weltkarte. Da. Da wird gerade runtergeschraubt. Das ist gut. 75. Alter. 10 Auftragskiller. Haben wir so viele? Insgesamt würden wir. Okay, machen wir daraus mal 12. Zehn Auftragskiller, krass. Hätte ich nicht gedacht. Und einen Täuschungstypen brauchen wir auch noch einen neuen. Und hier brauchen wir auch noch einen. Ja, gut, ah, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge wird es weitergehen. Da werden wir das Serum von Dr. Jekyll mal ja, für uns verwenden. Und das wäre mega interessant, wenn wir das denn in die Krankenabteilung stecken. Das könnte cool werden. Ja, wie dem auch sei, dann sage ich mal hier, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.